guten Morgen allerseits auch. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein und zu diesem Thema eben Förderung von OSS an Schulen zu sprechen und werde Ihnen aber gleich zum Einstieg erstmal erklären, was wer Eduka ist, wer was macht, weil das oft auch einfach ein bisschen verwechselt wird. Das ist die Systemlandschaft, die wir mal gemacht haben, um zu zeigen, wo in dieser ganzen Bildungslandschaft wir uns bewegen. Und Sie sehen, dass Eduka.ch die Genossenschaft, die rechtliche Form ist von unserem Betrieb und dass sich das aufteilt in diesen hellblauen Bereich, die SFIB, die Fachstelle, die hauptsächlich Monitoring, Steuerungswissen betreibt und versucht, die Strategien und Vorgaben, die von der auftraggebenden Ebene, also von Bund und Kantonen, das ist SBFI und Eduka, also versuchen, die zu konkretisieren und Vorschläge auszuarbeiten. Der zweite Teil von Eduka.ch ist der Schweizerische Bildungsserver. Das sind dann die Produkte, also die konkreten Produkte, die den Schulen angeboten werden und die meisten Leute eben auch kennen, weil sie dann sichtbar sind. Und ganz unten angesiedelt sind dann diejenigen, die diese Produkte nutzen, also die Schulen, die Lehrenden und die Lernenden. Und wir nennen die Nutznießende, weil sie eben nicht die sind, die uns die Aufträge geben und nicht die sind, die zahlen. Wir befinden uns sozusagen im Sandwich zwischen den Auftraggebenden, die die Strategien formulieren, versuchen aber die Bedürfnisse der Schulen zu eruieren und für sie etwas Praktisches, Brauchbares zu liefern und versuchen dazwischen eben den nahrhaften Beleg zwischen diesen beiden Sandwiches zu sein. Und darin platziert sich dann auch die ganze Bemühung um Förderung von OSS an Schulen und versuchen eben, das in Einklang zu bringen. Das Schwierige beim Ganzen ist auch, dass wir das auf nationaler Ebene garantieren müssen, also auch die verschiedenen Sprachregionen und kulturellen Unterschiede berücksichtigen müssen. Wenn wir das jetzt alles aufteilen, noch auf andere Ebenen, dann ergibt sich eine sogenannte Mehrebenenperspektive dieses Bildungssystems und auf der ersten Ebene siedelt sich dann diese Makrobildungspolitik-Ebene an, wo nationale, kantonale, kommunale Ebenen einfach die Vorgaben machen, die dann an den Schulen umzusetzen sind. Und die drei anderen Ebenen, also Meso, Mikro und Nano, sind dann die, auf denen sich eben die Schulen und die Lehrenden und Lernenden bewegen. Und die haben wir unterteilt eben in Einzelschulen, in die Unterrichtsebene und die Einzelpersonen, also Schülerinnen und Schüler und Lehrerinnen und Lehrer. Und auch da eben sind wir eigentlich die Vermittlerinstanz zwischen diesen verschiedenen Ebenen und versuchen bei allen Aktivitäten, die wir betreiben, zu erreichen, dass auf jeder Ebene ein Nutzen entsteht. Und darum geht es dann eigentlich auch bei unseren Entwicklungslinien. Unser Name eben ICT Fördern in Bildung ist mittlerweile dahin gegangen, dass eben Bildung hauptsächlich im Netz auch oder sich ins Netz verlagert und da gibt es verschiedene Entwicklungslinien, die wir formuliert haben, die auf allen Ebenen relevant sind und die eine Entwicklungslinie in Open Education ist dann diejenige, in dessen Rahmen sich auch OSS platziert und da eben verschiedene Aspekte von Open Education, auch Open Content, also Open Education Resources zum Beispiel, aber auch Open Data, Open Access und Access und so weiter. Und deswegen einfach das in diesen Kontext stellen, wenn wir OSS fördern, dann immer mit diesem Gesamtblick der Open Education. Das brauchen Sie jetzt nicht lesen können, das ist einfach ein großer Überblick darüber, was ich gemacht habe aus all den Aktivitäten, die bisher in Sachen OSS gelaufen sind, aufgeteilt auf diese verschiedenen Ebenen. Die Spalten, die Sie jetzt im Moment nicht lesen können, wir gehen nachher auf die Details ein, lesen Sie auf, wo Chancen und Möglichkeiten auf welcher Ebene sich anbieten und in der anderen Spalte, wo sind die Herausforderungen, wo ist der Handlungsbedarf auf diesen Ebenen. Und all diese Inhalte, die stammen aus den verschiedenen Aktivitäten. Das heißt, wir machen Rahmenvereinbarungen mit Software- und Hardwareherstellern in Auftrag eben von Bund und Kantonen und wollten eben alternative Angebote auch ausarbeiten und in dem Zusammenhang haben wir geprüft, inwiefern OSS auch ein Thema sein könnte, haben dazu ein White Paper verfasst und dann eine Umfrage in den ICT-Fachstellen der Schulen gestartet, um zu schauen, ob OSS wirklich da auch ein Bedarf ist, ob die das
möchten und das ist auf großes Interesse gestoßen. Wir haben also die Umfrage ist auch ausgewertet worden, die können Sie auf unserer Homepage auch konsultieren. Ich gehe jetzt einfach nicht auf jedes Detail ein. Wir haben dann einen Netzwerkanlass zu diesem Thema durchgeführt im Januar und da auch ganz interessante Beiträge gehabt, Ergebnisse formuliert und so weiter. Und all diese Papiere und all diese Aktivitäten, was dort zusammengetragen wurde, das möchte ich jetzt einfach vorstellen, in diesen Spalten unterteilt, mit dem Ziel dann am Schluss vielleicht auch noch von Ihnen weitere Chancen und Möglichkeiten aufzunehmen und Herausforderungen oder Lösungsansätze aufzuschreiben. Ich möchte gerne zu unterst anfangen, und zwar bei den Herausforderungen auf der Nanoebene, also bei den Lehrpersonen und den Lernenden. Ein Problem oder eine Herausforderung ist sicher, dass die lehrplanrelevanten Lernprogramme nicht lauffähig sind auf Linux zum Beispiel oder nicht OSS sind. Und da würde es dann eben, wie wir auch schon gehört haben, hilfreich sein, mit Lehrmittelverträgen vielleicht in Kontakt zu treten und zu schauen, welche Möglichkeiten es gibt. Eine weitere Herausforderung ist, dass vielleicht auch nur im subjektiven Wahrnehmen der anwendenden Funktionen fehlen oder die Benutzerfreundlichkeit nicht so gut ist und deswegen die Programme unbeliebt sind. Das kann aber auch darauf zurückgeführt werden, dass man die Programme halt nicht so gut kennt wie die anderen, auf die man konditioniert wurde. Und da muss man sicher Arbeit leisten und eben auch aufzeigen können, die Nützlichkeit und Einfachheit all dieser Programme, wenn man möchte, dass die Leute motiviert mit diesen Programmen umgehen. Wenn wir zurückgehen auf die Chancen auf dieser Ebene, dann ist es sicher so, je mehr Programme ich kennenlerne, mit je mehr verschiedenen Alternativen ich umgehen lerne, umso flexibler werde ich auch im Umgang mit diesen Programmen. Ich werde sensibilisiert auch für informationelle Freiheit. Ich lerne eben von diesem Klickwissen wegzukommen zu wirklich Anwenderkenntnissen. Kann durch den Vergleich zwischen Open und Closed auch eigene Einsichten bekommen und entwickle so meine ICT-Kompetenzen, die mittlerweile ja zu der vierten Schlüsselkompetenz geworden sind. Und wenn wir den Blick auf die OSS-Community-Prinzipien richten, dann hilft es auch eben, diesen partizipativen Gedanken zu stärken, die Verantwortungsübernahme, all diese Kompetenzen, die auch gesellschaftlich, ethisch eben sehr relevant sind und in der Schule gefördert werden sollen. Dann ist es auch möglich, wenn man die Software nicht nur als Lerninstrument anschaut, sondern eben auch als Lerninhalt, indem man den Code studiert, dass es eben auch die Informatikkenntnisse fördern hilft, dass dann auch diese MINT-Förderung eben bedeutet, aber natürlich auch andere Möglichkeiten gibt. Auf der Unterrichtsebene kommen neue Herausforderungen heran, aber nicht nur im Zusammenhang mit Open Source, sondern grundsätzlich mit der Digitalisierung, dass es neue Unterrichtskonzepte braucht, die eben die Technik nutzen, die oder das Potenzial der Technik nutzen. Eine Schwierigkeit ist, dass Lehrpersonen oft die OSS-Programme gar nicht kennen oder schlecht kennen und da wäre es dann nötig, auch in der Weiterbildung oder im Coaching tätig zu werden, Aktivitäten anzubieten. Das mit der lehrplanrelevanten Software haben wir schon angeschnitten. Und wenn wir eben OSS an Schulen fördern wollen, dann ist es sicher hilfreich, wenn die Lehrpersonen das schon so mit in die Schulen mitbringen und deswegen auch wichtig, dass man den Lehrpersonen eben die Effizienz und Nützlichkeit solcher Programme aufzeigt, indem man Handreichungen zusammenstellt, Projekte macht, Ideenpools macht, einfach um die ganze Sache anzuregen. Was auch hilfreich sein kann, ist, dass man zeigt, mit welchem Programm kann ich denn konkret welche Kompetenz jetzt zum Beispiel vom Lernplan 21 in welchem Fach umsetzen. Also ich denke, Qualcode studieren in Informatik, das ist das eine, aber es gibt ganz viele andere Programme und Möglichkeiten für andere Fächer und andere Kompetenzen. Bei den Chancen ist es ganz sicher so, dass wenn alle mit den gleichen Programmen arbeiten, kann zwischen den Schulen besser ausgetauscht werden, auch wenn man Partnerschulen oder Partnerklassen hat,
auch das Arbeiten zu Hause mit den gleichen Programmen, das führt dann einfach dazu, dass man keine Kompatibilitätsprobleme mehr hat, dass alle sich diese Programme beschaffen können. Und eben auch, wenn die Lizenzkosten wegfallen, die Gefahr der Raubkopien nicht da ist, eine verantwortungsvolle Haltung praktiziert wird und man eben die gleichen Programme auch auf seinen eigenen Geräten nutzen kann, und da wird dann Bring Your Own Device auch ein Thema. Die Kompetenzförderung in Informatik ist auch wieder ein Thema, Medien allgemein, wenn man eben lernt, ist als Lerninstrument und Gegenstand betrachtet. Mit Open Source sind plötzlich auch Projekte und Methoden möglich, die vielleicht nicht möglich wären, wenn die Programme, die es dazu braucht, zu teuer sind für die Budgets, die zur Verfügung stehen. Also es eröffnet auch da neue Möglichkeiten. Und die OSS-Community-Prinzipien sind auch hier wieder etwas, was man thematisieren kann und weitere Kompetenzen fördern kann. Auf der Meso-Ebene ist ganz klar, dass wenn die Lizenzkosten wegfallen, nicht einfach gar keine Kosten mehr entstehen, sondern dass man irgendwann denken muss, die Migration ist etwas Kompliziertes, etwas Komplexes, Umschulung kostet etwas, das darf man nicht verschweigen, man muss halt langfristige Rechnungen machen und das in Langfristigkeit aufzeigen, aber das ist auf jeden Fall etwas, woran man denken muss, wenn man OSS implementieren muss, will. OSS-Support-Firmen sind leider nicht so bekannt, und da ist die Herausforderung, dass man die Firmen kennenlernt oder ausfindig macht, die einen unterstützen können bei solchen Migrationsprojekten. Diese Migrationsprojekte sind aber ein Risiko auf verschiedenen Ebenen, wenn sie eben nicht wirklich alle Ebenen mit einbeziehen und bis eben auf die Unterrichtsebene gehen, wo es dann die ganze Sache angewendet werden soll. Hilfreich wäre hierzu, wenn es eben Referenzprojekte gibt, auf die man sich beziehen kann, wo man von Erfahrungen profitieren kann, Know-how-Netzwerke und so weiter, wo man einfach aus den Erfahrungen austauschen kann. Wichtig ist aber auch, dass intern in der Schule Ansprechpersonen da sind, die helfen können. Ich denke, dass es schwierig ist, wenn man einfach Anlaufstellen außerhalb hat. Es muss auch unmittelbar irgendwo eine Anlaufstelle sein und eben nicht nur, das meine ich nicht wertend, nicht nur in technischen Angelegenheiten, sondern eben auch in pädagogisch-didaktischen. Denn wenn eine Schule Pilotprojekte machen möchte, dann braucht sie finanzielle Unterstützung, allenfalls bildungspolitische Unterstützung, und wir sehen dann auch auf der Makroebene, inwiefern das auch für die Bildungspolitik interessant ist, eben solche Pilotprojekte zu finanzieren oder anderweitig zu unterstützen. Dann gibt es aber auch eine Grundsatzfrage, die auch nicht nur jetzt OSS-spezifisch ist, einfach die Tatsache, dass eigentlich alles ein bisschen weggehen soll vom Fokus der Betriebssysteme hin zum, ich will einen virtuellen Desktop, ich will von überall her mit egal welchem Gerät darauf Zugriff haben, das muss einfach sein, das muss funktionieren. Und die Frage ist dann eben, welche Angebote kann hier OSS leisten. Bei den Chancen auf der Meso-Ebene ist ganz klar, dass wenn man verschiedene Alternativen hat, ist man herstellerunabhängig, man ist freier, man hat Verhandlungsstärke, kann die Angebote prüfen und das für sich Beste raussuchen. Die Kosten für Lizenzen, haben wir schon gehört, die fallen weg. Auch die Sicherheitspakete und Updates generieren keine Kosten, das sind sicher Vorteile. Es wird möglich, mit sehr heterogenen Geräteparks zu arbeiten. Der Support kann ausgelagert werden. Es muss nicht so sein, dass eine Person in-house all diese Kompetenzen hat. Die Software kann angepasst werden, wenn die Schule das möchte. Auch auf bestimmte Profile. Es gibt unterschiedliche Schulprofile, die vielleicht auch unterschiedliche Anforderungen an Software haben. Auch das zur Sicherheit haben wir gehört, das ist auch ein großes Thema. Dadurch, dass die Entwickler-Community sehr groß ist und schnell reagiert, ist eine hohe Sicherheit gewährleistet. Und nicht zuletzt, auch wenn die Programme und die Formate nicht, die Weiterentwicklung dieser Programme und Formate nicht von einer bestimmten Firma abhängig sind, dann ist auch garantiert, dass die langfristig eben lesbar bleiben, und das ist auch in hohem Interesse.
die Herausforderungen auf der Makroebene oder auch der Handlungsbedarf auf der Makroebene ist der größte. Da habe ich am meisten Punkte zusammengetragen. Das eine ist mal, dass aufgrund von Negativerfahrungen eine gewisse Abwehrhaltung besteht und es dann schwierig ist, weil ein OSS-Projekt immer in einer Rechtfertigungshaltung eigentlich startet. Und da wäre es hilfreich, wenn es einen politischen Grundsatzentscheid gäbe, dass man zum Beispiel mindestens eine OSS-Alternative prüfen soll, wenn man in diese Richtung Softwarebeschaffung thematisiert, dass man eben die Politik sensibilisiert und auch zeigt, inwiefern es interessant für sie sein kann, Projekte zu fördern in dieser Hinsicht. Wenn die Projekte gut begleitet sind und ausgewertet werden, dann gibt es auch wieder Grundlagen, um weitere Entscheide zu stützen. Wichtig wäre es auch eben, kantonale und nationale Plattformen zu schaffen für Referenzprojekte, für Netzwerke und eben das in all diesen Aspekten, die betroffen sind davon. Und das haben wir auch schon gehört, die Verbreitung und Nutzung an Schulen ist auch stark davon abhängig, wie gut und wie flexibel Lehrpersonen mit solchen Programmen umgehen können. Und deswegen ist auch die Förderung dieser Kompetenzen an den PHs wichtig. Und da die Kantone ja auch für die PHs Finanzen sprechen, denke ich, dass da auch Einfluss auf die Curricula genommen werden könnte. Das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Was auch festgestellt wurde am Netzwerkanlass, ist, dass die Schwierigkeiten, die man meistens den OSS dann zuschieben möchte, teilweise einfach auf allgemeine ICT-Kompetenzen zurückzuführen sind und nicht auf OSS. Und insofern ist auch ICT ganz allgemein, diese Kompetenzen weiterhin zu fördern in Aus- und Weiterbildung. Dann braucht es in der Pädagogik auch ein Umdenken, also diese Pläne, Lehrpläne, all diese Konzepte müssen auch, das haben wir im Lehrplan 21 auch mit diesem Medien- und ICT-Bereich gesehen. Es ist was, das sich bewegt, es ändert die Konzepte und all diese Vorgaben müssen wie beweglich werden und sich diesen Möglichkeiten und den Alltagspraktiken etwas annähern, sodass es auch wirklich das technische Potenzial ausgenutzt werden kann. Dann das, was auch schon im Zusammenhang mit Open Education erwähnt wurde, ist eben wirklich diesen gesamten offenen Blick zu halten, also Open Content auch bei den Lehrmitteln, was mit Steuergeldern finanziert wurde, müsste dann eigentlich auch offen zur Verfügung stehen. Und auch da der ganze Trend, dass Geräte unabhängig und betriebsunabhängig der Zugriff möglich sein sollte, da kommen dann Stichworte wie Mobile und Cloud Computing auch zum Zuge. Und in diesem Zusammenhang wäre es dann wichtig, mal auszuarbeiten, welche Bedürfnisse kann OSS abdecken und inwiefern kann die öffentliche Hand da Unterstützung bieten. Die Chancen sind ganz klar, auch gerade wenn man die Strategien vom Bund anschaut und seine Handlungsgrundsätze, die eben in Richtung Chancengleichheit gehen, dass das eben mit OSS möglich ist, dass der digitale Graben dadurch auch reduziert werden kann, Unabhängigkeit gefördert werden kann. Und wenn zum Beispiel Verwaltungen, Schulverwaltungen, kantonale Verwaltungen sich irgendwie koordinieren und Bedürfnisse an bestimmte Software zusammentragen und den Support gemeinsam organisieren oder auch die Weiterentwicklung kofinanzieren, dass da sicher Synergien genutzt werden können und dass auch Steuergelder allenfalls nachhaltiger investiert werden können als bisher. Dann gibt es eben die Möglichkeiten, nicht nur Rahmenvereinbarungen für Lizenzen zu vereinbaren, sondern eben auch weiter Implementierungs-, Migrations- und Support-Services, da Rahmenvereinbarungen zu machen und Hilfestellungen zu geben, wie sowas angegangen werden kann. Und auch auf dieser Ebene eben die langfristige Datenarchivierung und Lesbarkeit, die von großem Interesse ist. Das war ja so der ganze Schnelldurchlauf durch all diese Punkte. Ich habe alle Materialien, auf die ich mich stütze, also wo all diese Inputs herkommen, die habe ich am Schluss der Präsentation noch verlinkt für die Leute, die das gerne im Detail studieren möchten. Jetzt im Plenum würde es mich einfach interessieren, wo Sie, auf welcher Ebene Sie allenfalls noch Chancen und Möglichkeiten sehen. Wir können da auch rumspringen, wenn es hier jetzt nicht lesbar ist und möchte deswegen eigentlich die Diskussion eröffnen und
bin gespannt, was da an Ideen noch reinkommen kann. Ja. Also der Lehrplan ist schon entscheidend. Und solange es nur darum geht, vor allem in der Volksstufe, dass das quer durchgeht, wird das Wissen nicht wirklich runtergebrochen. Dann geht es nur um die Anwendung, was Herr Grewe gesagt hat, das Nutzen der Software, und dann muss dieser Nutzen meinem Konzept entsprechen und dann muss es hinhauen, egal was für eine Plattform, was für ein Ding. Und ich finde es eigentlich nicht ganz korrekt, was der neue Lehrplan will. Er will viel, aber er will eigentlich kein Fach oder kein Gefäß dafür schaffen. Ich denke, konzeptionelles Denken entsteht, wenn wir auch verpflichtet sind, uns diese Sache zu widmen. Wenn ich in Deutsch oder in der Mathematik oder im Sport eine Anwendung mache, dann bleibe ich beim Anwenden. Und dann gibt es vielleicht solche wie Grewe, die das sehr interessiert und die haben vielleicht die Möglichkeiten und die zeitlichen Ressourcen und die versuchen dann noch etwas umzuprogrammieren. Aber das beginnt später. Und ich sehe das auch, wie heute die Handys benutzt werden. Und Open Source wirklich nutzbar machen in der Primarschule, das ist eine Frage der Bequemlichkeit. Und Sie wissen, wir sind alle bequem. Ich sehe die Chancen sehr klein. Also ich merke einfach, dass bei uns in der Schule das nicht genutzt wird. Das Potenzial. Ich bin einfach Primarschule, 5. oder 6. Klasse. Ich sehe das mit dem Lehrplan genauso, das ist sehr effektiv, aber auch allgemein wird das ja sehr stark diskutiert, eben, dass es ein entsprechendes Gefäß dafür geben sollte. Wir können leider die Lehrpläne nicht beeinflussen, aber wir können Empfehlungen machen und sind auch im Gespräch mit einzelnen Leuten, die in diesen Gremien drin sind. Also das ist auf jeden Fall ein Punkt, der uns auch sehr wichtig ist, und die Frage mit der Gewohnheit und der Bequemlichkeit, also da muss ich mich auch selbst bei der Nase nehmen, das geht auch so. Ich habe da eine Anschlussfrage. Frau Nationalrätin Quadranti hat das auch erwähnt, dass es ganz wichtig wäre, an den Ausbildungsstätten für Lehrpersonen etwas zu unternehmen. Ich kenne das auch von der Hochschule für Gestaltung und Kunst. Dort gab es solche Bestrebungen, die sind versandet, weil die meisten Dozenten dann nach wie vor proprietäre Software einsetzen. Gibt es da ganz konkret Projekte, dass da etwas unternommen wird? Also von einer höheren Ebene oder von der EDUCA aus? Also wir sind jetzt eben diese Ideen am Sammeln, und also da öffnet sich mir jetzt gerade noch ein anderes Tuchel. Nämlich ist die Überlegung, wenn man das an den PEAS fördern möchte, damit die Lehrpersonen das in die Schulen reintragen, wie bringen wir das denn an die Dozierenden heran? Also das wäre dann doch eine Ebene höher, und ich nehme das auf jeden Fall auf. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, was genau an welchen PHs läuft, weil wir auch nicht auf diese kantonalen Gremien einwirken können, aber das werde ich auf jeden Fall aufnehmen, und ja, das scheitert oder gelingt dann in dem Fall auch eben daran, ob die Dozierenden sich darauf einlassen oder nicht. Ja, ist sicher ein wichtiger Punkt. Ja. Also ich denke, was auch ein Hauptpunkt ist, billiger wird es nicht. Es wird einfach, das Geld wird woanders hingeleitet. Aber wir bezahlen keine Lizenzkosten mehr, aber wir brauchen eben Personen, die das Ganze verstehen und durchschauen können. Und wir brauchen wirklich einen langen Atem, dass wir diesen Support haben. Also Open Source ist nicht gleich keine Kosten. Ja, also das ist genau das, was ich eben auch gesagt habe. Man darf nicht verschweigen, dass es eben Umschulung und Migrationskosten gibt und dass das kein einfaches Unterfangen ist, weil das eben die Gesamtschule dann betrifft auf allen Ebenen. Das ist nicht einfach zu verschweigen, das ist eine große Herausforderung auf jeden Fall, ja. Ja. Es ist ja dieser Kampf zwischen den kommerziellen Interessen der Privatwirtschaft. Auf der anderen Seite der kleine David, Sie repräsentieren diesen kleinen David, der dagegen vorgeht mit entsprechenden Sachen. Und wenn man ernsthaft jetzt, wenn man mal von Bundesseite her, von kantonaler Seite etwas unternehmen möchte in dieser Richtung, gibt es wenige Mittel, um eben auch diese Bequemlichkeit auch letztendlich, die da ist, zu überwinden.
Privatwirtschaft macht das einfach ganz klar mit Geld, die tun das rein. Sie rufen sich und haben auch Lehrmittelverlage, da wird irgendwo von ganz merkwürdigen Seiten Geld eingebuttert. Das macht der Bund da. Er könnte mit massiven Mitteln, die er bereitstellen könnte, wenn er die ernsthaft wollte, da Gegensteuer geben. Auch diese Vorbildfunktion, alle Hochschulen, die Lehrkräfte ausbilden, könnten diese Vorbildfunktion wahrnehmen, indem sie selbst Open Source einsetzen, das durchziehen in der ganzen Lehrbildung, dann geht das nach und nach dann weiter in die Schulen runter. Bevor das nicht gemacht wird, ist es alles eigentlich nur, man liefert sich dieser Privatwirtschaft aus mit ihren ganz eigenen Interessen, im Glauben, ja, es ist alles billig, schön und bequem, aber der Preis dafür ist eben, dass das vorhergehende Vortrag sehr gut dargestellt wurde, man gibt letztendlich die Demokratie auf und liefert sich einen Diktator in Form der monopolistischen Strukturen aus. Genau. Ja. Also ich denke auch, dass also solange man nicht auf dieser Bundesebene etwas steuert oder steuern kann, ist sicher das, was man am besten machen kann, einfach die Sensibilisierung und darauf aufpassen, dass man nicht einfach das Closed einfach verteufelt und das Open in den Himmel hochlobt, sondern dass man zeigt, welches System hat denn welche Stärken und in welchem Kontext macht denn, kann mir welches was bieten und dass ich, wie fähig werde, selbst auszusuchen, was passt mir jetzt im Moment am besten und es darf ja auch eine Mischlösung werden, es muss ja nicht ein klarer Schnitt sein, aber ich kann ja nicht frei wählen, wenn ich das andere nicht kenne und da, glaube ich, ist die Hauptarbeit, die wir jedenfalls leisten können, ist, die Sache zu thematisieren, zu sensibilisieren und zu hoffen, dass das irgendwie weitere Schritte dann auflöst. Und genau, Gelder. Ja, genau. Ja. Mhm. Für mich ist eben schon auch dieser Aspekt, den du erwähnt hast, du nachher geredet vorher auch, dass die Philosophie, die OSS ja da irgendwo mit transportiert, ist ja Open Education, Kontrolle übernehmen, auch über das, was man macht. Ist ja auch ein Paradigmenwechsel, oder? Verstößt gegen Paradigmen, die in der Bildung doch sehr gepflegt werden. Ich meine, ich erlebe jetzt, ich arbeite in der Weiterbildung, ich erlebe immer, es gibt einen Kampf auch, oder? Also die traditionellen IT-Einrichtungen, die wollen die Kontrolle natürlich behalten, das ist ganz klar. Und mit Open Source, wo jeder mit ein Stück weit mitgestalten und die Kontrolle gewinnen kann, verlieren sie einen Teil dieser Kontrolle. Ich vermute einfach, das geht noch ein Weilchen so weiter. Und was der Vorredner auch gesagt hat, mit den Strukturen, wir haben, es gibt viele Strukturen und auch Rahmenbedingungen, die eben eigentlich verhindern oder das nicht fördern, dass die Lehrenden und auch die Lernenden selber Kontrolle übernehmen. Das verstößt gegen die Stimme überein mit den Lehrplänen, mit den Lektionenbestimmungen etc. Ja. Also das sind Riesenwiderstände, die da sind. Ja, genau. Sind, ne? Ja. Kann ich so unterstützen, ja. Ja. Es gibt vielleicht noch einen weiteren Aspekt, den man in die Zukunft anschauen muss. Und ich habe schon den Eindruck, es passiert, wenn Sie auf den Mobiles schauen beim Smartphone, wo sie nur noch herumwischen, ich habe nichts dagegen. Aber die Jungen, die da kommen und herumwischen, die haben im Verhältnis zu den Älteren, die noch Directories und irgendwas anlegen mussten, viel weniger Kenntnisse. Das heißt, die interessiert schon gar nicht mehr, wie es unter der Oberfläche aussieht. Man kommt also in eine neue Welt der Jugend, die zwar sehr schnell herumwischen, aber viel weniger wissen, was dahinter steckt. Und dass die ganze Problematik, die wird in den nächsten Jahren ein Riesenproblem auch für Open Source werden. Und zwar einfach, weil die Jugend interessiert das gar nicht mehr. Es ist so wie, ja, wie etwas trinken. Und das wird ein großes Problem. Ja. Dann wäre dann die Herausforderung, mir auch zu zeigen, warum sollte es dich interessieren, was kannst du bewirken, wenn es dich interessiert, welche Möglichkeiten hast du. Das ist ein Problem, ja. Müssen wir unterbrechen. Wir haben noch
eine Minute. Okay, das war, da war noch eine Frage. Dann, ja. Also ich möchte auch noch einmal, erstens mal, wenn Informatik kein Fach ist, dann kann man auch nicht fordern, dass mehr dass sie Experten haben als Informatiklehrer. Zweitens, wenn es Informatik ein Fach ist, dann kann man genau das nicht machen, was jetzt erwähnt worden ist. Man kann nicht irgendwie sagen, das ist wichtig hier. Und das Zweite, was ich noch sagen würde, ist ein ganz anderes Thema. Was hier gemacht werden könnte, ist, ich denke, Virtualisierung wäre eine gute Möglichkeit, von oben her mindestens Bausteine zu liefern, die dann Lehrer nutzen könnten. Also zum Beispiel bei uns an der Schule OwnCloud, wenn so eine fertige Struktur schon da wäre, wäre es zum Beispiel möglich, mal auf Dropbox und alle Dinge in die Schweiz zu verlagern. Es wäre möglich, wenn virtuelle Desktops da wären mit einem Ubuntu, nicht nur ein Windows. Dann könnte man einfach mal den Browser öffnen und Unterricht woanders machen, dass die Angebote ein bisschen niederschwelliger wären für Lehrer, die interessiert sind. Weil solche, die interessiert sind, wie ich, die stehen meistens bei der IT an, die einfach nur Microsoft kann. Und da kann ich nichts installieren. Also wenn sollte das von oben her mal gegeben werden könnte, dann wäre es wahrscheinlich niederschwellig. Ja, nehme ich auf jeden Fall auch. Danke. Ich glaube auch, der entscheidende Punkt ist, dass man auf der Unterrichtsebene beginnen muss. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, dass wir alle Software in allen Schulen auf freie Software umstellen würden, dann würde sich an dem Unterricht, den wir jetzt haben, erstmal überhaupt gar nichts ändern. Außer, dass ich mehr Arbeit habe durch Migration oder dergleichen. Aber für viele Lehrerinnen und Lehrer wäre es trotzdem noch das Gleiche. Ich arbeite jetzt mit dem Tool. Ich muss jetzt woanders hinklicken, aber an der Unterrichtskultur ändert sich erstmal überhaupt nichts. Das heißt, wir haben ja eine viel höhere Forderung. Wir wollen ja, dass sich die Kultur in diesem Unterricht ändert. Wir wollen, dass diese freiheitlichen Prinzipien thematisiert werden. Ob ich jetzt mit Photoshop oder mit GIMP ein Bild bearbeite, weil das irgendwie ein kreativer Prozess ist, spielt für das Ziel, was in diesem Unterricht definiert ist, erstmal überhaupt gar keine Rolle. Und ich glaube, dass das eine Sache ist, die viele Leute abhält, dass sie sagen, wieso soll ich denn irgendwas ändern? Die Ziele, die ich jetzt im Lehrplan vorgegeben habe, die erreiche ich doch auch so. Finde ich ein sehr schönes Schlusswort. Also das ist auf jeden Fall eines der wichtigsten, aber auch der schwierigsten Unterfangen, das in diesem Zusammenhang angegangen werden müsste. Ja, vielen Dank.